Mittwoch, 29. April 2009, ihr schaut die Walliser Nachrichten. Der Daniel Albrecht zurück im Wallis, der Bernhard Stalder, ein neuer Verwaltungsratspräsident von der WKB und die Gemeinde Atersch als Ehrengast an der FIFRA 2010. Schön, habt ihr eingeschaltet. Der Daniel Albrecht kommt noch am Mittwoch ins Wallis zurück. Das hat der Fischer Skifahrer an einer Medienkonferenz am Mittwoch angekündigt. Weiter hat der Daniel Albrecht erklärt, dass er wieder an Skirennen teilnehmen will. Der Daniel Albrecht geht jetzt in die Dreh auf Leikerbad. Das Wallis meldet den ersten Verdachtsfall auf Schweigrippe. Laut dem Kantonsarzt Georges Dupuis handelt es sich um einen Patienten im Spital Sitte, der vor kurzem von Nordamerika zurückgekommen ist. Zurzeit ist der Patient unter Quarantäne gestellt und man behandelt ihn mit Tamiflu. Die Abklärungen laufen, das Resultat soll in den nächsten 48 Stunden bekannt sein. Der Oberwalliser Bernhard Stalder ist neuer Verwaltungsratspräsident von der WKB. Der Stalder ist in Brittlis aufgewachsen und hat nachher an der Hochschule St. Gallen Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert. Nachher hat er seine internationale Bankkarriere bei der UBS Zürich, in Brasilien und London gestartet. Seit 1999 ist der Bernhard Stalder CEO von der Claridenbank in Zürich. Am Mittwoch haben die Verantwortlichen von der FIFRA 2009 eine erste positive Bilanz gezogen. So hat man an der 30. Ausgabe von der Oberwalliser Frühjahrsausstellung mehr Besucher als noch im Vorjahr empfangen. Und man hofft 2010 mit dem Ehrengast, der Gemeinde Atersch, ähnlich erfolgreich zu sein. In der Nacht auf den Mittwoch sind Unbekannte ins Hallenbad Steg eingebrochen. Die Täterschaft hat die Eingangsporte mit Gewalt aufgebrochen. Danach hat man unter anderem den Tresor und den Siegerautomat geplündert. Die Kantonspolizei hat den Zusammenhang mit dem Einbruch vom Wochenende zu Raro nie bestätigen. Am Mittwoch war der Spatenstich zur 13 Millionen Tiere Ferienanlage Arena 2 zu gerechen. Die drei Initianten Beat Walter, Max Williner und Arben Asani bauen eine Anlage mit 4 Hischen an 8 Wohnungen und einer grossen Wellnessanlage dazu. Stehen soll der Neubau in rund 3 Jahren und schlussendlich eine richtige Wohlfühlarena sein. Verantwortliche von der Reggio Sempione haben neue grenzüberschreitende Broschüre über das Wallis und Norditalien vorgestellt. In der Broschüre «Seen und Berge an der Grenze» zeigt sich das Wallis und die Region von Stresa bis Domodossola mit ihren Ausflugsmöglichkeiten. Zugleich soll die Broschüre die Walliser Destinationen motivieren, grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu vertiefen. Der Nationalrat will keine strengeren Sicherheitsvorschriften für den Schwerverkehr über die Alpenpässe. Am Dienstag hat er mit 77 zu 76 Stimmen die Motion vom Fischber Ständerat Rönem Oberdorf abgelehnt. Darin hat man unter anderem gefordert, dass die Lastwagen ein gutes funktionierendes Bremssystem haben und dass ausländische Chauffeure besser ausgebildet sind. Nach dem Entscheid vom Nationalrat kommen also keine neuen Gesetze für strengere Sicherheitsvorschriften über die Alpenpässe ausgeschafft. Am Mittwoch war das Fisch der traditionelle Aprilmarkt. Trotz der kalten Temperaturen hat es einen Schuppenbesucher gehabt. Die konnten an verschiedenen Ständen unter anderem Schmuck in allen Variationen bewundern. Auch die Liebhaber von verschiedenen Essspezialitäten sind nicht zu kurz gekommen. Viel Sonne und ein nasskaltes Ende. So fassen die Meteorologen von Meteo Schweiz das Aprilwetter in der Schweiz zusammen. Und einmal beim letzten haben sie den Nagel definitiv auf den Kopf getroffen. Ob es heute den nächsten Tag nass und kalt weitergeht im Oberwallis, das seht ihr jetzt im Walliswetter. Der Mittwoch war im Oberwallis veränderlich, geht im Untergums und im Talgrund ist aber doch immer wieder mal zu Auffälligen gekommen. Grösstenteils ist es aber bewölkt, so sieht man es auf dem Bild von der Wetterkamera vom Roswald. Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter den Weekend, am Morgen ist es noch bewölkt im nördlichen Teil des Oberwallis. Vom letzten Tal über das Aletschgebiet bis ins Obergums gibt es auch noch leichte Niederschläge. Im Verlauf des Tages setzt sich die Sonne aber wieder mehr durch, die Temperaturen sind dann um die 10 Grad im Maximum. Vom Freitag bis am Samstag können wir im Oberwallis ziemlich sonniges Wetter geniessen. Im Verlauf des Tages gibt es wegen der Erwärmung in den Bergen ein paar Quellwolken, die bleiben aber harmlos. Am Freitag steigen die Temperaturen wieder an und erreichen wieder 20 Grad. Der Frühling, der lässt also doch noch gerade ein Moment auf sich warten. So nicht, aber die Walliser Nachrichten gibt es nämlich am Donnerstag wieder hier auf Tele Oberwallis. Bis dann, habt eine schöne Zeit.